hier in diesem wunderschönen Park, hier im ehemaligen Flussbett der Turia, ein ganz großer, wunderangelegter Park. Wir haben Fallas und gleich bin ich auch wieder unterwegs, aber ich entspanne ein bisschen, denn man kann hier einfach auch in Ruhe zeichnen, das ist ganz wichtig. Das ist manchmal viel besser als fotografieren, sehr kreativ, man kann sehr viel erleben, viele Menschen, die Sport treiben, Familien, die sich erholen. Und alles, was das Herz begehrt, kann man in diesem Park finden. Man kann Fahrrad fahren, es ist alles sehr sauber. In der Stadt ist es sehr laut, sehr bunt, tausende, abertausende von Touristen. Und trotz alledem alles sehr friedlich. Und wer Ruhe braucht, geht einfach ein bisschen weg von der Straße und kann sich in diesem wunderschönen Park bewegen, erholen, entspannen und eben auch mal zeichnen. Ach ja, Sonne. Und jetzt auf zum Fallasfest in die Altstadt. Weiter geht's.